aus Krepppapier Dekobonbons basteln. So, ihr braucht Krepppapier, hier in Pink. Dann braucht ihr hier diese Styroporkugeln. Da gibt es verschiedene Größen. Dann braucht ihr Zahnstocher, Faden zum Binden, Nähgarn, eine Schere und ein Lineal. So sehen dann unsere Deko-Bonbons aus. So, ihr nehmt das Krepppapier, so wie es aufgerollt ist, schneidet ihr da ein Stück ab, ungefähr 8-9 cm breit. Dann macht ihr das Stück Krepppapier auf. Länge ungefähr wie unser Bonbon. 10 cm breit. Schneidet ihr dann einmal das Krepppapier ab. Da könnt ihr dann mehrere von fertig schneiden. Einfach das Papier aufeinander machen und dann das nächste Stück schneiden. Damit könnt ihr dann mehrere Bonschen herstellen. So, hier haben wir unser Papier. Ihr nehmt eine Kugel, legt sie in die Mitte, wickelt das Krepppapier einmal hier rum. Dreht es an den Seiten einmal nach oben und die Seite einmal nach unten. So haben wir schon mal ein Bonschen. Dann nehmt ihr das Nähgarn, wickelt es zwei, dreimal um die Seite. Dann macht ihr einen Knoten. So, schneidet das Stück ab. Andere Seite auch festbinden. Knoten. Noch ein Knoten. Faden abschneiden. So, dann Zahnstocher nehmen und einfach so in die Mitte reinstechen. Dann habt ihr das Deko-Bonbon fertig. Damit könnt ihr dann eine schöne Tischdeko machen oder auf einen Kuchen dekorieren oder wenn ihr ein Geschenk macht, es da drauf stechen, wie ihr möchtet. Ganz einfach nachzumachen.